hier kurz. Mhm. Paläng. Okay. Ne, da haben wir jetzt leider nichts. Pulsbogen hätten wir jetzt hier einen über. Und der ist zwar schwerer Kämpfer, aber der kriegt auch einen Pulsbogen. Was nützt ihm die Weste so viel? Die macht ein, zwei zusätzliche Gesundheit. Naja. Für was? Er hier hat... Könnte eine Laserpistole rennen. So. Du hier kriegst die Laserpistole, kriegst den Anzug und das Scope. Mhm. Ich glaube, jetzt müssten wir soweit durch sein mit der Bewaffnung. Wieder zu den Einsätzen. Entführung durch Aliens. Frankreich, Südafrika, Argentinien. Frankreich, Südafrika, Argentinien. Frankreich, Südafrika, Argentinien. Frankreich ist hier in Südafrika. Gut, geht Nigeria 1 hoch, das werden wir aushalten. Und Brasilien wird auch 1 hochgehen. Nee, wird nicht. Was? Frankreich? Argentinien, hat man gesagt? Ja gut, Argentinien machen wir ja, glaube ich. Argentinien, den Einsatz machen wir doch, oder? Genau, den machen wir. 200 und schwer. Entfernen, entfernen. Ja, komm, gut, weiter entfernen. So. Also, den Scharfschützen nehmen wir mit. Den Stürmer nehmen wir mit. Modi. Sieht cool aus. Schäfer und Wolf kommen mit. Dann der nächste Scharfschütze. Jetzt hier der Stürmer. Genau. Das sind die 6, die mit sollen. Das ist doch schon mal ordentlich. Das Abheben breche ich dann mal ab. Wir landen. Ja, das tun wir hoffentlich. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Mhm. Machen wir das. Hier den Tipp, den kann ich nur weitergeben, also... abgestürzten UFOs, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll, folgt man einfach der Schneise, den das Ding gehauen hat. So, schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Wir landen und schwärmen aus. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Safe. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Hat es das? Das ist sehr toll. Feldposten. Ey, Stürmer. Auch mal hier vorne. Und. Nee, ist nicht Stürmer, ist Dings, ist. Das hier ist Stürmer. Okay, da hätten wir doch was. Hm. Dünner Mann. Keine Dings. Gut, du bist auch Stürmer. Du gehst jetzt hier hin. Und machst auch einen Feldposten auf. Kletterhaken. Ja, das geht auch. Kommst du denn irgendwo hin? Nicht so wirklich. Ach, da oben drauf. Ja, super. Feldposten. Das stört mich ein bisschen, dass, wenn man sich bewegt, dass dann praktisch die
die Zeile hier unten manchmal verrutscht. Das nervt. Oh ja. Verdammt! Ach, daneben! Hab da erstmal voll abgeballert. Panik in Sicherheit gerannt. So. Sind wir mal nicht so und gehen uns noch hier vorne. Da warten wir mal ab. Dort ab. Du wartest immer noch ab. Ja. Ich weiß jetzt selbst nicht so genau, was ich machen soll. Speichern ist immer eine gute Variante. Mal hier so hin so. Hier, wo ich weiß. Schöne S-Kurve. Warum bin ich denn jetzt für die... Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bin ich denn für die gelb? Ich stehe doch hier hinter einer Mauer. Eigentlich. Die da drüben in Sicherheit. Hey, nicht. Kein Bock mehr. So, warum sieht denn der immer noch keinen? Der sieht auch keinen. Na, super. Okay, und du machst mal Sturm und Schuss, weil ich möchte, dass da jemand mal was kann. So, ausweichern. Raus mit! Ein. Na, und die anderen, die Feldpost machen? Ja. Sehr schön. Dass beide jetzt geschossen haben, aber gut. Der ist erstmal weg. Feldposten von dir und Feldposten von dir. Vielleicht bewegen die sich in dem Geschäft ja noch ein bisschen nach vorne. Ja, das tun sie. Hat nicht gegessen. Aber die Mauer hat er eingerissen. Auch nicht gesessen. Oh, gut. Okay. Ich muss eine neue Deckung suchen. Und trotzdem passiert. Ach ja, da rennt er jetzt auch noch da vorne. Nee. Sie haben mich festgenagelt. Wird niedergehalten. Auch nicht schlecht. Erstmal hier die halbe. Das halbe Haus zerstört. Der hat ja Betäubungsdings dabei. F10. Mal hier hin. Und jetzt betäuben wir den hier mal. 70% Wahrscheinlichkeit. Ja, gute Nacht. Ziel bewegt sich noch. Wieder hat widerstanden. Was hast du da jetzt? Du gehst mal hier hin. Und versuchst es auch mal mit der Betäubung. Nicht aufgeben. Oh Mist. Sieht aus, als ob du mit uns kommst. Das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Ja, du darfst gleich vielleicht. So, der hat ja eigentlich, dass der Reflexschuss daneben geht. Haha, geht jetzt nicht in dein Reflexschuss. Ist ja die Fähigkeit von dem Niederhalten, wenn der Niedergehaltene dann rausläuft, dass dann praktisch ein Reflexschuss abgegeben wird. Setze Ziel fest. Es ist nicht betäubt. Aufpassen! Okay. 62%. Ich hoffe, der platzt jetzt nicht direkt da vor meinen Leuten. Doch, vor meinen Leuten, nicht in meinen Leuten. Das ist schon mal gut. Feldposten. Feldposten. Unser Hirn ist nicht. Greife an!
nur 3. Und ich tue den jetzt nicht der andere dann ganz weghauen, weil dann ist der jetzt auch wieder leicht zu betäuben. Wir speichern hier. So, du hier gehst mal dahin. Und du hast eine Betäubungschance von 90%. Setz dein Ziel fest. Ah, jetzt bist du ganz kleinlaut, was? Kleinlaut, was? Oh Mann. Ja, die Sprüche von denen sind schon streckenweise ziemlich cool eigentlich. Nein, wir halten dich mal noch zurück. Kommen wir denn darüber irgendwie? Wir haben keine Granate. Haben wir nicht einen mit Granatwerfer oder mit einer großen Bombe? Nö. Den haben wir jetzt da schon betäuben lassen. Ja, super. Jetzt hätten wir jetzt hier einfach die Wand eingerissen. Das kann manchmal auch recht hilfreich sein, dass man dann einfach mal sich seinen Weg so ein bisschen bahnt. Ich gehe mal hier in Deckung. Mal probieren. Vielleicht kann ich den ja nachher... Der schmeißt mal hier seine Rauchgranate. So vielleicht.